Der Spreewald im Süden Brandenburgs. Wer hier im beschaulichen Lagunendorf Lede auf seine lang ersehnten Pakete aus der großen weiten Welt wartet, der hält nach keinem Lieferwagen Ausschau. Denn hier kommt die Post angeschippert. Und sie ist die schwarz-gelbe Kapitänin Andrea Buhner. Ich bin Kahn, Postfrau in Lede. Ich beliefere mit dem Kahn 65 Haushalte. Selbst die kleinen Kinder kennen mich. Also der eine davon, den Kindergartenkindern, der hat gerade erklärt, es gibt den Fahrradpostboten. Mit dem Auto sind sie unterwegs und mit dem Boot. Das Boot ist hier ein Kahn, ein Postkahn. Das gibt es nur im Spreewald. Morgens ist Andrea Buhner in der nahen Stadt Lübbenau noch motorisiert unterwegs. Ab Mittag tauscht die 52-Jährige dann Postauto gegen Postkahn. Direkt am Wasser liegt er bereit, leuchtend gelb, 9 Meter lang, Platz für viele Pakete. Ich belade jetzt den Postkahn mit Paketsendung und Briefsendung. Und es geht schon groß los. Viele Gehöfte in Lede sind ja nur mit dem Kahn zu erreichen. Also da kommt man gar nicht anders hin. Und da ist es die einfachste und sicherste Art der Zustellung. Na dann, Leinen los, auf geht's hinein in den Spreewald. Der Arbeitsplatz von Andrea Buhner, verwunschene Flusswege, Fließe genannt, lagunenartige Wasserlabyrinthe, Natur, Tiere, Ruhe. Aber auch historische Kulturlandschaft, Touristenmagnet und gelebtes Brauchtum. Nicht nur die Spreewaldgurke erfreut sich hier großer Berühmtheit, auch der Kahn gehört fest zum Landschaftsbild. Seit mehr als 125 Jahren wird die Tradition der Wasserzustellung im Spreewald nun schon gepflegt. Heute nur etwas gelber und aktuell ausschließlich weiblich. In früheren Zeiten war es so, dass die Bewohner von Lede, die Ledschen, hallo, nach dem Kirchgang ihre Post in der Stadt mit abgeholt haben. Und im Zuge der Industrialisierung wurde dann der Postkahn eingeführt, da das Briefaufkommen, das Sendungsaufkommen eben höher war. Und dann wurde der Postkahn eingeführt. Und bei mir ist es jetzt schon die 12. Saison. Also von April bis Oktober wird mit dem Postkahn die Post hier in Lede ausgefahren. Also es ist schön, Tradition zu leben. Und ja, und es macht ja auch Spaß. Traditionelle Postkahnzustellung bedeutet aber auch körperliche Arbeit bei jedem Wetter. Schließlich wartet ein ganzes Dorf auf seine Pakete. Die Tour ist 8 Kilometer lang und der Kahn hat keinen Motor. Also ich habe hier so ein tolles Rudel. Das ist aus Eschenholz. Das hat unten so ein Metall-Häkchen. Und damit steche ich ein. Und dann schiebe ich mich ab und dann fährt der Kahn. Ja. Muskelkraft, viel Technik. Na, geh rein. Also Fitnessstudio brauche ich nicht. Ich sag immer, im Sommer sind die Arme dran, weil ich da den Kahn steuere. Und im Winter laufe ich ja das ganze Dorf ab. Da sind dann die Beine dran. Die Kahnpostbotin weiß genau, was ihr mehr Spaß macht. Im Winter ist es dann so, dass ich das ablaufe, die einzelnen Gehöfte. Alles, was auf der Seite ist, ist mit dem Auto zu erreichen. Und alles, was auf dieser Seite ist, ist wirklich nur mit dem Kahn oder zu Fuß zu erreichen. Und das mache ich dann im Winter. Da parke ich das Auto im Dorf und belade meine Tasche und nehme meine Karre, also meine Sackkarre auf Deutsch. Und dann laufe ich über die Brücken und bringe da die Pakete und Sendungen zu den Bewohnern vom Dorf Lede. Ja, es ist halt beschwerlicher. Ich habe die Pakete nicht im Kahn, sondern ich trage die oder schiebe die mit der Karre durch die Gegend. Ja, das ist schon mit dem Kahn viel, viel einfacher. Für die Anwohner jedenfalls ist Andrea Buhner zu jeder Jahreszeit ein täglicher, gern gesehener Gast. Hallo. Hallo. Schön, dass du mir einen Weg ersparst. Ja, nicht? So, warte. Bitte sehr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, also ich als Einwohner bin das gar nicht anders gewohnt. Ne? Also im Sommer kommt sie mit dem Kahn, im Winter zu Fuß.
Aber wenn man das so als Tourist sieht, ist das wahrscheinlich schon was Besonderes. Kriegen Sie das ja so mit, wie die Touristen drauf reagieren? Ja, Fotos, Fotos, Fotos. Ja, also jeder will Fotos von ihr machen. Ist ja auch was Besonderes, so eine Kahnpostfrau. Hallo. 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 Biegt ihr zwei ab oder überlegt ihr noch? So viel Action. Dabei muss Andrea Buhner ja auch noch die ganzen eckigen und runden Briefkästen befüllen und eine schwimmende Postfiliale steuern. Sie nimmt Postkarten an, verkauft Briefmarken. Die meiste Arbeit aber machen die Pakete. Etwa 80 Stück sind es pro Woche. Viele kleine, aber auch einige richtig große. Das Größte, was ich mit hatte, war ein Strandkorb. Nicht der normale, sondern der XXL-Strandkorb. Den hatte ich mit dabei. Zum Glück am Ufer gleich ausgeliefert und da brauchte ich auch noch Hilfe. Also da kamen dann starke Männer, die haben mir da geholfen. Dann hatte ich ein Gewächshaus, hatte ich auch schon mit dabei. Ja, und dann Kühlschränke, kleine hatte ich schon. Ach, alles Mögliche, ein Apfelbaum. Aber kein Problem für die Kahnpostbotin. Nach jahrelanger Erfahrung ist sie mit allen Wassern gewaschen, also fast. Bin ich denn schon mal gekentert? Zum Glück nicht. Und am Anfang meiner ersten Saison haben mir die Fährleute immer prophezeit, na, du brauchst noch deine Taufe, ich warte immer noch drauf. Und auch das Wasser von oben, für Andrea Buhner kein Grund für schlechte Laune. Ich habe vorne einen Regenhut, eine Regenhose, Regenjacke, Regenplane, habe ich alles mit dabei. Ich werde nicht nass und meine Sendungen werden auch nicht nass. Meine Kollegen müssen ja dann auch raus, auch die mit dem Fahrrad unterwegs sind oder die mit dem Auto unterwegs sind. Die können ja auch nicht dann sagen, nö, ich habe jetzt keine Lust, weil es regnet. Nee, wir sind Postler durch und durch und egal, ob es junge Hunde regnet, also es wird zugestellt. Sicher ist aber, im Sommer ist es viel schöner. Und auch die Kahnpostbotin selbst findet, das macht richtig Spaß hier. Kahnfahren an sich ist schon mal super toll, dann mit vielen Menschen zusammenzukommen, auf dem Wasser, in der Natur zu sein. Man sieht die Natur, man riecht die Natur. Auf alle Fälle ist es ein Traumjob, ist sowieso der beste Job der Welt. Tauschen möchte ich mit niemandem. Das ist erstmal der Job, den ich machen möchte, so lange wie ich kann. Hoffen wir, dass die Tradition mit dem Postkahn so weitergeführt wird, noch viele, viele Jahre und ich mit dabei bin. Jetzt heißt es aber erstmal Feierabend. Nach ungefähr 2 Stunden ist Andrea Buhners Kahn leer, alle Pakete ausgeliefert. Jetzt nur noch alles sicher verstauen, damit es morgen wieder zurück aufs Wasser gehen kann, im schönen Spreewald.